Peace YouTube und damit ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und Freunde, wie ihr am Titel erkennen könnt, ist das heute unser erster Vlog. Heute macht bei uns in Münster ein Zalando Outlet auf. Ein Riesenstore mit, ich weiß gar nicht, wie viele tausende Quadratmeter das sind, über 2 Stockwerke. Das Ganze ist so ein bisschen untergegangen, weil die sehr, sehr lange schon am Bauen sind. Aber man konnte dann jetzt endgültig mal in den Store auch reingucken. Die Fenster waren nicht mehr verdunkelt und man hat da wirklich, was Schuhe angeht, echt die ein oder anderen Modelle sehen können. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Air Force One blanke, komplett weiße. Die ganzen Klassiker, Oldschool Vans in schlicht schwarz-weiß und in komplett weiß. Nike Cortez, auch ein sehr, sehr krasser Schuh. Diese ganzen Modelle standen da rum und dann hangen da natürlich die dicken Preise drüber. Für 29,99, für 39,99. Da hat es mich echt in den Fingern gejuckt und das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen, weshalb wir da auch heute zusammen hinfahren. Ich hoffe natürlich nicht, dass es zu voll sein wird, aber Freunde, seien wir uns mal ehrlich, das ist eine Outlet-Eröffnung. Aber Freunde, darum soll es auch gar nicht gehen. Wir fahren da jetzt hin, wir schauen uns den Store an und versuchen unser Glück. Ich bin schon ein bisschen spät dran. Es ist schon 9:45 Uhr, das heißt, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Der Store macht um 10 Uhr auf und dann checken wir das ab. Peace! So Freunde, wir haben jetzt geparkt, wir sind jetzt auf dem Weg zum Store. Ich hoffe natürlich nicht, dass es zu voll ist. Ich glaube aber schon, weil die haben schon seit ein paar Tagen ihre ganzen Sachen so im Laden aufgestellt, sodass man auch durch die Schaufenster gucken kann. Ja, hoffen wir, dass es nicht zu voll wird, dass man ein paar Steals machen kann. Ich habe da so die ein oder anderen Pieces gesehen im Schaufenster, gerade was Schuhe angeht, wo ich echt sage, da könnte man echt gut ein paar Schnapper machen. Vor allem ist heute Donnerstag, das heißt auch nochmal, dass ich glaube, dass es nicht so voll wird, weil viele auch arbeiten müssen. Und viele Uni haben, aber wir lassen uns überraschen. Wir sind so in 5 Minuten da und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Wünscht mir Glück. Ich bin inzwischen wieder zu Hause angekommen. Okay, dann nicht. Nach einem langen Tag shoppen gehen, haben wir einige Sachen mitgebracht und ja, wir fangen mal an. Ihr habt schon in den Aufnahmen vom Tag gesehen, ich habe eine Menge mitgebracht. Gott sei Dank, ich war sehr, sehr früh da. Sprich, ich war, glaube ich, 2 Minuten nach Store-Eröffnung, stand ich wirklich vorm Laden, musste ungefähr 5 Minuten warten. Am Anfang war es noch recht ruhig, wir hatten einen Donnerstag, das heißt, viele waren arbeiten, viele hatten Uni oder sonst irgendwelche Tätigkeiten. Ich glaube, wenn diese Eröffnung am Wochenende gewesen wäre, dann wäre das deutlich voller gewesen. Ja, trotz alledem, Gott sei Dank, habe ich insgesamt 4 verschiedene Sachen kaufen können, wo ich echt sage, perfekt, gerade für diesen Channel perfekt. Eine Sache ist für mich perfekt, ich zeige euch das jetzt einfach, laber nicht so viel drumherum. Und ja, die erste Sache, die wir gekauft haben, ist ein Trainingsanzug von Nike. Und zwar in einem schwarz-grau. Ich hoffe, das könnt ihr einigermaßen gut sehen. Hat hier vorne so ein kleines Nike-Emblem. Ich hoffe, ihr könnt es in der Kamera erkennen. Ist recht schlicht gehalten. An der Seite hier diesen grauen Streifen. Die Hose ist in genau demselben Design. Passend zum Oberteil. Ganz schlicht, aber sehr, sehr clean. Hab bezahlt 50 Euro, finde ich, ist für den ganzen Anzug ein extrem stabiler Preis, sitzt super gut und so, das war's zum Trainingsanzug. Das zweite Teil, was ich mir gekauft habe, sind weiße Vans Oldschool. So sehen die Dinger aus. Ich glaube, die kennt jeder. Perfekt für den Sommer, sind aus Stoff und auch perfekt zum Customizen, das ist auch der Grund, warum ich die gekauft habe. Wir haben bezahlt 29,99 für ein paar
weiße Vans, oldschool. Kann man überhaupt nicht meckern, habe ich nicht lange gezögert, direkt mitgenommen. Das ist einmal Artikel Nummer 2. Jetzt kommen wir einmal zu Artikel Nummer 3, weil es so schön war. Weil es so schön war, dieselben Schuhe auch nochmal in schwarz-weiß. Derselbe Preis, ebenfalls 29,99. Kann man überhaupt nicht meckern, ist ein Klassiker, kann man eine Menge mitmachen und für das Geld auf jeden Fall wird nicht zweimal überlegt, sondern wird direkt mitgenommen. Dann habe ich noch eine letzte Sache und da war ich echt sehr, sehr froh, dass ich den noch ergattern konnte. Als ich dann in den Store reingegangen bin an dem Donnerstag, hatten die nämlich genau noch ein paar übrig und das hat der Fuchs hier sich noch ergattern können. Und zwar ist es, ich glaube, ihr könnt es schon erahnen, ein ganz schlichter weißer Nike Air Force Low in der Farbe komplett weiß. Das Ledermodell, der Klassiker, kann man echt nicht meckern. Also da, eigentlich bin ich zum größten Teil für diese Schuhe in den Store gegangen, habe leider nur ein paar ergattern können, aber Gott sei Dank ein paar überhaupt. Von daher wollen wir uns nicht beschweren. Wir haben unschlagbare 39,95 bezahlt für den Schuh. Das ist ein extrem stabiler Preis. Wir haben insgesamt bezahlt 159,80 €. Das ist extrem günstig für drei Paar Schuhe und einen Trainingsanzug. Und das war's zu den Einkäufen. Generell nochmal so meine Meinung zum Store. Ich finde gerade die Größe extrem geil. Vom Einkaufsfeeling her ist es ähnlich wie TK Maxx. Also als ich reingegangen bin, dachte ich mir direkt, wow, okay, das ist einfach ein großer TK Maxx in einem anderen Design. Große Auswahl tatsächlich, aber auch sehr viel, ich sag mal, Schrott dabei. Sachen, die ich mir nicht kaufen würde. Ich vermute, dass es wirklich jetzt nach der Eröffnung kein Store mehr sein wird, wo man wirklich solche, ja, so Klassikermodelle alltäglich finden wird, sondern eher so, okay, ich gehe mal vorbei, ich guck mal, ich nehme mir eine Stunde bzw. eine halbe Stunde Zeit und guck, was ich da wirklich finden kann. So ein TK Maxx ähnlicher Laden. Ich glaube aber trotzdem, dass man da nach wie vor, wenn man gründlich sucht, ein paar Steals ergattern kann. Und ja, das ist so meine Meinung zum Store. Ja, Freunde, und an dieser Stelle war es das schon von dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Es war, wie gesagt, der erste Vlog. Und ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob euch das gefallen hat, ob ich das vielleicht häufiger machen soll. Wenn ja, dann lasst mir doch selbstverständlich ein Like und ein Abo da. Ihr dürft mir auch gerne auf Instagram folgen. Folgt bitte auch meinem Bruder Rocky. Den Link verlinke ich euch auch unten in die Beschreibung, der mir immer die freshen Beats zur Verfügung stellt. Grüße gehen raus. Danke, Bro. Und ja, an dieser Stelle würde ich sagen, ich bin raus, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein.